Right, how do you say people. Hello, beautiful people? In Swiss German? Yeah. Hoi, schöne Menschen. Hoi, schöne Menschen. Guten Morgen, Freunde. Ich gehe heute für 2 Wochen in Sprachbetal nach Lyon. Das ist in Frankreich. Ciao, Lino. Ich bin angekommen in Lyon und ich bin verloren. Im Fall no joke, es gibt einfach nur einen Grund, warum ich mich auf das Studio freue. Ich muss so erbissen, ich wüsste nicht, oh mein Gott, das Leben ist so hart. Freunde, ich bin angekommen, juhu. Wir haben ein Problem. Also, let's go room tour. Wir haben hier mein Bett, da haben wir ein Pult. Da haben wir nochmal ein Pult. Ich brauche unbedingt 2 Pult. Das ist meine Aussicht. Crazy. Hier hinten ist meine wunderbare Küche. Dusche. Klo. Cool. Ich. Cool. Bezüglich Schulmorgen, für die, die mein Video damals geschaut haben, bin ich im ersten Sprachmental im Montag. Die wissen, dass ich mega gestruggelt habe damit. Flashback. Ich hoffe, der nächste Tag morgen wird besser und ich komme ein bisschen glücklicher von der Schule an als jetzt. End of Flashback. Ich hoffe, morgen kann ich glücklich heimkommen. Ja, das ist das, was ich mir für morgen wünsche. Am nächsten Tag. Ich bin wieder zu Hause und ich weine nicht. Haha. Es war alles gut, ich habe es super verstanden. Ja. Update, es ist der 3. Tag und ich habe tatsächlich Freunde gefunden. Aber ihr wisst, oh mein Gott, ich muss kurz erzählen, oh mein Gott. Ich bin kurz wissen, ich bin daher gekommen und habe so gedacht, yo, ich werde wahrscheinlich jetzt niemandem erzählen, dass ich so Social Media mache und so. Aber die hat offenbar letzte Woche alle einen fucking Vertrag unterschreiben. Dass eine Influencerin wird kommen und dass es, falls sie gefilmt wird, es okay wäre, wenn sie ins Netz gestellt wird. Digga! Ah! Heute Abend gehen wir an ein Jazzkonzert. Ah, da hat doch der Latz da hinten. Können wir kurz darüber reden, wie creepy das ist? Das ist einfach ein Konzert da hinten. Also nicht da hinten, gell? Aha! Das ist da. Aha! Hä? Es war ein Konzert, es war scheiße, wir sind jetzt in einer Bar. Also, ich habe einen Witz. Cool. Der Witz ist, was ist grau und kann nicht fliegen? Dube. Nein, ein Parkplatz. Alter, so schlecht! Was sagt der Schuhe Scheiße? Heute ist die Premiere, wo ich ins Gym gehe. Ich habe gesagt, ich will jeden Tag gehen. Jetzt sind wir schon wieder die Hälfte von meinem Sprachbenthalt. Ups. Let's go, Gym Outfit. Okay, let's go. Ich kann jetzt runtergehen. I look like a tomato. Oh, das kommt, glaube ich, über. Ich habe eine wichtige Frage. Was sind so die besten Schweizer Fluchwörter? Gott, Dami. Gott, Deckel. Nein, es gibt noch bessere. Es gibt noch bessere. Es gibt noch bessere. Was sagst du? Keine Ahnung. Ja, einfach gesagt. Willst du mal kurz schauen? Nein, hör nicht. Ein paar Sekunden später. Das ist wirklich scheiße. Du musst hier wirklich immer die Karte so herhaben. Also, das ist ein wahnsinniger Scheiße. Ich liebe es wieder, wenn ich meine Flagge übernehme. Ich liebe es, Alter. Also, er kommt von London und ich habe ihm Schweizerdeutsch beigebracht. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I'm trying to think of a... You lot want to learn something from London. Matey. Matey? Yeah. Is that the same word like mate? It's like a little mate. Oh, a little mate? Yeah, matey? No, you're my matey. Yeah, yeah, we're all mateys in Lyon. Right, how do you say people. Hello, beautiful people? In Swiss German? Yeah? Hoi, schöne Menschen. Hoi, schöne Menschen. I love your accent. Oh, she loves my accent. Did you hear that, guys? Yeah, yeah. My matey loves my accent. Nein, look at that. So, es gibt einen Sprint du gegen mich. Ja. Es ist ganz klar, wer gewinnt. Ich. 3, 2, 1. Ja, dann mach ich es halt los, aber ist gut. Könntest du mal rennen? Ja, maximal verloren. Schön Spiel zu. Oh, Scheiße! Es ist 3 in der Nacht, wir müssen ein Uber stellen und der verarscht uns alle. Er hat geheißen, er kommt in 2 Minuten. Mittlerweile sind es 13 Minuten. Er ist einfach das Kaffee am Nähen, Kollege, unterwegs. Und ich muss eigentlich mal aufs WC, ganz ehrlich, jetzt, Freunde. In 6 Minuten kommt ein Fahrer. Yes. Okay? Es ist gerade 9 Uhr am Morgen. Ich war gestern im Ausgang und ich bin heimgekommen am 7 Uhr am Morgen. Ich glaube, es ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich wieder heimgehe. Ich sage einfach nur, meine Leber wird es mir danken. Das ist das Einzige, was ich der Stelle zu dem Ganzen sagen.
Nein, ich muss schon sagen, ich vermisse es schon ein bisschen. Oh, es ist so geil, es ist so geil, wie ich so sei. Okay. Und wie schalte ich den Scheiß jetzt ab?